Der Überfall ist im vollen Gange und wir sind mittendrin in der Welt der Dunkelheit in Vampire, die Maskerade Bloodlines. Wir haben das Intro gerade angefangen und wie wir sehen, hat es sich anscheinend komplett schon wieder zurückgestellt. Maus, Mausfilter, danke Föhn. So, Controls. Ich nehme hier erstmal die ganzen Keys raus, ganz einfach deswegen, weil die genau auf den Tasten liegen, die ich brauche. So. Und schon funktioniert es wieder. At the bottom of your screen is the Use icon. This icon appears when you are able to use the object in front of you. Press the Use key, default E, to use the object that it indicates. Okay, danke schön. Öffnen. Scheint eine Garage zu sein. Press the Jump keys, default Space. Okay, dann machen wir das. Warum soll ich das jetzt machen? So, natürlich sollen wir hier hochspringen. Erst auf die Kabelbinder, dann auf die Kartons, dann auf das Regal, dann auf die Plastikdinger, als ob die mich halten würden. Und da wird uns auch schon angezeigt. Lockpick, den sagt man natürlich ein. Und das ist das Schöne an dem Intro. Hätten wir das nicht gemacht, müssten wir den für teuer Geld kaufen. Come down here. Stay away from the windows. Ja! Das will ich nicht. Oh, it's a Sabbat raid. The Sabbat? They're, Christ, I was hoping to spare you this shit till later. The Sabbat? Well, they're mostly mindless, bloodthirsty assholes. That's all you need to know for now, alright? Okay. So, what's up? The Sabbat got wind of the gathering here, so they figured they'd raise a little hell and put a little heat on the new prince. What is a prince? A prince of Bel-Air. This is a prince of a new Bel-Air. No time for political rundown. Job one, get out of here alive. Sabbat might be mindless, but they hit like a Mack truck, like raging savages. Nothing a fledgling like you wants to mess with. Meine Zeit wird kommen. What I'm supposed to do? Shh, heads up. Back away. Oh, jetzt kommt die Machtdemonstration. He's a bad guy. Sieht man an der Frisur. Ja, wenn man bedenkt, diese Grafik war 2004 zwar nicht die Creme de la Creme, aber sie war gut. I'll stay and keep a watch out. You get us into the office. The door's around the corner here. I'm on it. Wenn man bedenkt, diese Grafik, die hier dieses Spiel präsentiert, war Grundlage für viele andere Spiele in der Zeit. Quake unter anderem und was weiß ich nicht alles. So, und die waren natürlich wesentlich besser. Das hier war quasi das Vorzeigeprojekt ursprünglich. Aber lange ist's her, 15 Jahre, und die Grafik hat sich seitdem doch minimal weiterentwickelt. Success. So, wir haben die Türe erfolgreich geöffnet, war nicht weiter schwierig. Und Jack ist durch Fenster gestiegen, während wir das Schloss knacken mussten. Na gut. Shortcut. Well, nicely done, though. Not exactly an angel in life, were you? Cool. Now, if you want a lesson on how really not to act, take notes for those Sabbat assholes. You're a big bad vampire. Yeah, great, congrats. Now keep it to yourself. You go roar and you beat your chest and that's what you can expect. Okay. Warum kann ich mich an meine Highschool-Buddies nicht wenden? It's the same reason you don't let humans see you feeding. It's why the wolf doesn't want the sheep to know he's there.
It's also why you don't go juggling dumpsters or outrun the 815 from Sacramento. And it's why you didn't know any of this when you woke up this morning. Okay, verstehe ich. Also ich sollte nicht so schnell laufen wie der 8:15 Zug von nach Sacramento. Keep our secret secret and you make things easier on all of us. We're living in the age of cell phone cameras. Fuck-ups ain't tolerated. Makes sense enough, right? Well, it ain't a casual thing for a fledgling like you. What could happen? That party back there with the guy in the suit and the Magilla Gorilla? The assholes that put your sire to death? That's the Camarilla. They make a tidy business out of enforcing vampire laws like this one. I see, oder? Camarilla, so they are like the vampire good guys? Sind sie natürlich nicht. Yeah, I'll tell you what I think some other time, maybe. I like to let people form their own opinions. All right. All right, now don't worry, because I know the area a little. And you know what? I'm glad we're in this situation, you and I. It illustrates a point. You gotta utilize your surroundings. Okay, but what does that mean exactly? You do what you gotta do. Theft, destruction of property, breaking and entering. These will be the least of your sins before the night's out. So look around here. We gotta get out the back there through that magnetically sealed door. There must be a key someplace. Okay, dann wir müssen also den Schlüssel für die Tür finden. So. Ihr seht, wir werden hier im wahrsten Sinne des Wortes zu bombardiert mit Tipps und Tricks. Gucken wir erstmal auf den Zettel. Passwort Shop Shop. Hört sich so an, als ob das für den Safe. Shop Shop. Passwort accepted. Okay, press Enter. Unlock. Ups. Das war jetzt die Cheat-Konsole, wenn ich cheaten wollen würde. So, und schon haben wir die Keykarte. There we go. Now take that keycard and head out the back. I'll meet you out in the alley there. I'm gonna check out things from topside. Mach das, Jake. Wir sehen uns. So, ist sonst noch was? Ein Eimer voll mit Blut. Also wir sehen, hier in Amerika ist es nicht gerade sehr hygienisch, um es mal so auszudrücken. Ah, natürlich. Knack! Die haben mich anscheinend getroffen. Jack, ich bin getroffen. Was mache ich denn jetzt? Fucking waste of unlife, these Sabbat Vatos. You get winged? Geld für dich. Look at them potholes. Also close up soon enough. Better feed though. There's someone down the stairs here. It's not the freshest catch, but he'll do. Now, when it comes to feeding, it's quality blood you're looking for, not the quantity. Bums and lowlife don't pack the same punch that a healthy, well-bred human will. Juice bags with a pedigree, that's the good stuff. But you gotta take what you can get. You ever had a PhD, kid? Ooh, that's good stuff. Wenn du's meinst. Remember what I said, though. Don't kill them. At least not the innocent ones. You're a monster now. Make no mistake. One of the damned and the fallen. You need to hold on to every last shred of humanity you have. An innocent's an innocent. You kill one, even a worthless bum, even by accident, and it's gonna cost you a piece of your own humanity. Bring you closer to that beast you got welling up inside you. The beast? Und was heißt das? The beast. It's always there. It's waiting to take over. When it does, it's like a wild animal wearing your skin.
desperate, scared, reckless. He'll do anything to survive, and it's you that has to deal with the consequences. Mhm. Also, so darf ich niemanden töten, oder was? I said innocent humans. If some asshole levels a 12-gauge your way, you drain him, skin him, and bash in his skull. Self-preservation is a vital part of humanity, after all. My favorite part, in fact. Ich denke, ich kann folgen. The only way to fight the beast is to keep in touch with your humanity and don't go hungry. It's a fine line. Okay, ich hab's verstanden. Also hier sagt uns Jack nochmal ganz genau, dass wir stetig gegen dieses Biest in uns kämpfen müssen und dass wir auf unsere Menschlichkeit achten müssen, weil wir sind tatsächlich untote Monster. Das heißt, wir dürfen keine unschuldigen Menschen töten, aber Menschen, die uns aggressiv gegenüber sind, also nicht unschuldig sind, die dürfen wir sehr wohl töten. Okay, I will be back in a minute. So, laufen wir mal runter. Remember. Da haben sie es nochmal gesagt, as a went through, habe ich nicht den Nutzen von einem Obdachlosen, wie wenn ich von einem Doktor was hätte. So, sieht man, es geht auch extrem schnell runter. Aber es reicht vollkommen aus. Hoffentlich habe ich jetzt keine Läuse. Not quite as good, huh? Yeah, you can do worse. There's some rats down the way. You think I'm kidding? You can survive feeding on animals if you can stomach that kind of thing. Ugh. Okay, the blood of that bum was bad enough. Also, sie sagt jetzt im Grunde nur, dass dieses Blut von dem Obdachlosen schon schlecht gewesen ist. Eine Ratte werde ich auf keinen Fall. Just couldn't bear it, huh? Ah, it's okay. Polite kindred society looks down on that kind of thing anyway. I can see why. Ich verstehe es. Keep it down. Got someone around the way here. Not too much of a threat by himself, but you never know if there's more in shouting range. You're gonna have to sneak past. Alles klar. The building across from us with the garage door? There's some double doors on the far side. I'll meet you inside. Just stay low and stick to the shadows. And don't let him see you. All right, go. So, unsere erste Schleichmission. Wir sehen oben links jetzt diesen Schleichmeter, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Im Moment steht er auf 0. So, und wir sehen, dass er sich relativ schnell verändern wird. Sobald wir in die Sichtweite des Gegners, der uns jetzt nicht sehen darf, kommen werden. Da steht er. Ihr seht, er geht nach oben. Umso näher ich jetzt komme, umso höher geht er. Jetzt ist er schon gelb, das heißt, wir müssen vorsichtig sein. So, da war eine Explosion, die hat ihn abgeschreckt. Er dackelt jetzt zurück. Und wir können hier einfach husch, husch. Keep it quiet, they're inside here. Seems that shovelhead outside just got separated from his pack. He's wounded too. Go take care of him. Don't worry, he's probably greener than you. Das ist möglich? The Sabbat, you see, they don't have the most rigorous training program. In fact, that poor sod is lucky if he knows he's a vampire. He's probably just turned and beaten over the head. They like to do that, make shock troops, cannon fodder, put him out of his misery. Ja, den werden wir natürlich. He is a vampire, so be ready. Den wollen wir natürlich. I was born ready. Go get him. I'm on it. So. Okay, jetzt haben wir einen Wagenheberschlüssel. That's that. Sounds like you got another pack moving in though. The Sabbat are going all out.
Better head underground, avoid straight bullets. Okay, dann werden wir uns in den Untergrund begeben. Alright, head down into the basement through the grate in there. Keep that tire iron handy. I'll be there in a minute. Kann man dadurch? Nee, kann man nicht. Oh, ein Wachmann. Der ist neu, den kenne ich da noch nicht. Okay, hier werden jetzt unsere Möglichkeiten für Antworten. Rot ist dominieren. Da dominieren wir jemanden zu Kosten unseres Blutpools. Wir können aber auch jemanden einfach überzeugen. Das ist blau. Wir können jemanden verführen. Das ist violett. Intimidation Response. Also wir können jemanden einschüchtern. Ja, gucken wir mal. Just stay back. Keep your distance. Aber ich bin jetzt da. Now who the hell are you? You involved in all this? Because I'm gonna raid this in, and SWAT will be all over this place. Aha. You will show me the way out. With me at your side, you have a chance. No, but if threat comes, they will drive the gunmen down here. You want that? Most men don't fear me until it's far too late. Wow, smart and sexy. Nehmen wir das mal. Thank you. Look, lady, I don't know what you want, but I'm not about to take a bullet for this job. Just show me the way out of here. Yeah, okay. All right, this way. This will lead us up to the warehouse. We can maybe sneak out that way. Okay, go ahead. Oder na, sagen wir, bleib besser hier. Wir haben ja immer noch die Menschlichkeit und ich glaube, du wirst sterben. Also bleib besser hier stehen. Ah, da haben wir schon einen Gegner. Okay, Death Scale. Also schleichend anschleichen. Jack. Sure, what's going on? Sounds like the Sabbat's getting scattered. I'm gonna keep an ear to the ground. Be careful going forward here. Could be a whole mess of them holed up. Okay. Umso mehr, umso besser. So. Bloodbuff is another ability common to all vampires. Okay, der Bloodbuff verstärkt also unsere Fähigkeiten. Den sollen wir jetzt auswählen. Bloodheal, Bloodbuff. So, und schon können wir verbessert Schlösser knacken. Sonst hätte das nämlich nicht geklappt. So, Wendru have three unique disciplines. Dominate, Fortitude und Presence. Wir müssen jetzt Fortitude wählen. Dann machen wir das mal. Glücklich ist er nicht, er ist zu Staub zerfallen. So. I think they're clearing out. It's no need to go stirring up the hornet's nest till we know the score though. Head through here. You come to an elevator around the way. Alles klar? Meet you there. Don't let them catch you. If I'm not there in 10 minutes, call the president. So, jetzt kommt die Präsenz dran. Hey, du wagst es mich zu schlagen? Na pass auf, dafür hau ich dich auch.
So, ich hau dich in Grund und Boden, du Halfleinstaub. Dominate. Was sind wir hierbei? Wünscht ihr was oder was? Ich möchte auch mehrmals zuschlagen können. So, jetzt hast du es aber. Ach, der tanzt! Komm, tanz mit mir! Upsala! Alter! You did not... echt jetzt? Scheiße. So, Saul Popovich, darf ich jetzt, ja? Danke, Föhn. When you pick up an object, okay. Protecting their turf, man. I'm here thinking it's Sabat moving up in here. It's the fucking locals about to take one for the hood. Okay, was nun? Yeah, they probably seen too much. Here, take this 38. Fucking pea shooter, but a few shots in it'll take down a human. Okay, thank you. Well, I'm gonna want it back, so don't go die and lose it. I don't use guns much. They're noisy, they're clumsy, practically useless against vampires, but still. A kindred's gotta keep up with the times. And in modern-day Los Angeles, that means coming strapped. Okay. Nutzlos gegen Vampire, also? Well, yeah, some are more lethal than others, of course. Watch out for those shotguns. Ouch, those things can smart, I tell you. Hm? Head up and clear out what's left of them. Can't have them running their mouths about any of this. I gotta make sure there's no stragglers around outside. Okay. Warum kriege ich jetzt Schluck auf? There is a bottle. Okay, sollen wir die Bottle anschießen? So, dürfen wir jetzt weiter? Ja, wunderbar. Hatten. Gucken wir, ob wir das Blut von uns wiedergeben. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen wieder zu Leben kommen. Wo ist die andere Ratte? Da ist sie. Komm her, du Leckerbissen. Auch wenn Ventru das eigentlich normalerweise nicht machen. Aber in der Not frisst der Teufel fliegen, wie man immer so schön sagt. Hat nur nichts gebracht, glaube ich.
I need blood. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Bams! Bams! Du sollst hier... Oh! Wo zielt der denn hin? Hallo, ich bin hier. Okay, wie wir sehen, hat es nicht so geklappt, wie ich es gewollt habe. Aber egal. Jack! That's it, kiddo. Just like that, and it's all over. Everyone slinks back to their corners of the city for the night. Okay, und das war's jetzt, oder wie? Until the next night, when the Camarilla finds some way to strike back. Parry, dodge, spin and all that, and so on, and so on, and so on. Okay. Und das ist normal? Well, to be honest, you came at a, well, an interesting time, let's say. The Camarilla, the Sabbat. Well, in L.A., these are the new kids on the block. There's already plenty of kindred had stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Okay. Oh, boy. Oh, I think they're looking for you outside. Guess you got a cab to catch. Was hoping to fill you in on a little bit more, but... Ah, hell, you'll figure it all out. Du hast mir schon geholfen. I will, but I would like to keep the gun. If you make it back, stop in at the last round at this bar downtown here. I'll fill you in on the politics. Now that's the stuff that'll kill you. Good luck. Bye bye. So, und ein Taxi bringt uns jetzt in unser Apartment anscheinend. You have received 2 experience points. Gut. Your Haven. Prince Lacroix. Lacroix, glaube ich. Ja, aber hier werde ich jetzt eine kurze Speichersession einlegen und die Folge auch dementsprechend beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn dem so ist, Freunde, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich auch weiterhin, indem ihr den Kanal abonniert, falls noch nicht geschehen. Und die kleine Erinnerungsglocke unten neben den Abo-Button einfach mit aktiviert. So werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis zur nächsten Folge von Vampire, die Maskerade, Bloodlines. Bye, bye.